Hallo zusammen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Autoausrüstung. Hier habt ihr meinen schönen Campingkocher. Wenn ihr meine Videos verfolgt, dann habt ihr den schon oft genug gesehen. Das ist ein gut günstiger vom Baumarkt und ich habe heute diesen Amicus im Vergleich. Ein kleinen, kompakter Campingkocher von der Marke Soto. Was man bei Outdoor-Kochen ganz klar beachten muss, ist zum einen die Gewichtsklasse, die Stabilität, Standfestigkeit und natürlich der Nutzenfaktor. Die Eigenschaften des Baumarkt Campingkochers sind ganz klar. Wir haben hier einen Kopf in Form von einem Pilz. Dann ist das alles mit gutem Kunststoff versehen. Unten schiebt man die Gaskartusche rein und ja, das war's dann auch schon. Der Amicus sticht schon bei seinem Kopf hervor, weil der Kopf ist nicht in einer Pilzform, sondern hat einen Teller. Somit haben wir bei der Flamme auch schon einen gewissen Windschutz. Die Beine kann man ausklappen, ganz einfach. Steckt sie so hin, alle vier. Und dann kann das Ding schon losgehen. Die handelsüblichen Gaskartuschen werden durch den Kocher eingestochen und das macht sie ein wenig unkomfortabel. Gaskartuschen mit Schraubverschluss haben den großen Vorteil, wenn man ihn benötigt, schraubt man einfach den Gaskocher drauf. Danach, nach der Benutzung, einfach wieder abschrauben. Die Gaskartusche bleibt verschlossen durch das Ventil und dann kann man das Ganze wieder entspannt in den Rucksack zurückpacken. Die Stabilität ist natürlich ein sehr ausschlaggebender Punkt und hier machen beide Gaskocher einen sehr, sehr guten Eindruck. Der Baumarktkocher zeigt hier eine Schwäche und zwar beim ersten Mal aufdrehen sprudelt meist ein wenig Flüssiggas mit hinaus. Bei einigen meiner Touren ist er auch an seine Grenzen gekommen. Das bedeutet, ich hatte am Schluss keine Pfannkuchen, sondern eher ein Gematsche. Man bemerkt hier auch ganz klar beim Amicus, er ist nicht nur klein, sondern hat auch ordentlich Power. Man kann ihn richtig schön hochdrehen. Somit brauche ich mir beim nächsten Mal kochen auch gar keine Gedanken mehr machen, dass zu wenig Leistung da ist. Der Baumarkt Campingkocher wird mit einer 190 Gramm Kartusche bestückt. Den Amicus habe ich mit einer 250 Gramm Kartusche bestückt und somit haben wir trotzdem noch einen Gewichtsunterschied von knapp 100 Gramm, was der Amicus leichter ist. Die Firma Soto legt dem Amicus ein sehr stabiles Transporttäschchen noch mit bei und man sieht hier ganz klar den Unterschied vom Größenverhältnis. Wir haben hier einmal den Baumarkt Campingkocher, der verbraucht ordentlich viel Platz. Hier gewinnt auch ganz klar die Kombination aus einzelner Gaskartusche und dem Amicus zusammen für einen einfachen Transport des Equipments. Wie ihr sehen könnt, ist der Amicus eine super Alternative zum handelsüblichen Baumarkt Campingkocher. Was nutzt ihr für einen Campingkocher? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare, dann können wir uns miteinander austauschen, diskutieren und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.